Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, guten Abend, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Paper Mario, bei mir, den Shining. Wo waren wir beim letzten Mal überhaupt? Es ist 2 Wochen her, dass ich aufgenommen habe. Ich glaube, wir haben die beiden Häuser hier als nächstes vor. Die Prüfungen zu machen. Ich glaube es, ich weiß es nicht mehr. Ich bin da ganz ehrlich. Ja, wir wollten die Prüfung machen. Okay. Dies ist die Prüfung der Weisheit. Bewältigt ihre 3 Etappen und eine heilige Kugel sei euer Lohn. Oh, rein da! Ja, sonst wäre ich nicht drauf gegangen. So. Was bedeuten denn die Zeichen da? Ja oder nein? Gut oder schlecht? Ach so, ich weiß, was die heißen. Richtig oder falsch? Ich werde jetzt einfach gefragt und dann springe ich drauf. Wahrscheinlich. Möge die Prüfung der Weisheit beginnen. Entscheide innerhalb der Zeit, ob die Sätze, die ihr hören werdet, wahr oder sind oder falsch. Erste Aufgabe. Die Wandzeichnung im Erdgeschoss des Panoramaturms zeigt einen Pilz und einen Apfel. Ja. Ich meine, das waren Pilze und Äpfel. Es waren keine Pilze und Äpfel. Ich bin in einem Schredder, glaube ich, gelandet. Also, das Gute ist ja, ich kann einfach nochmal neu rein und mich nochmal erstellen. Ändern sich die Fragen? Ja, ich weiß ja schon, wie es geht. Nein. Es ist, und die Fragen ändern sich. Es war nicht Mrs. Peach. Aber als ob ich jetzt noch aus den ersten 10 Folgen hier noch weiß, was passiert ist. Das ist über 1 Monat her. Ja, das ist die Marino, das Schiff. So, nächste Etappe. Ich lese jetzt mal nur die Fragen vor und nicht seinen üblichen Text. Zweite Aufgabe. Im Shogunland gibt es Fotostudios, Turm und Theater. Von all diesen Orten ist das Theater am größten. Das Theater. Ja, das Theater müsste eigentlich wirklich am größten sein. Also, ich meine es. Das Ninja-Haus könnte auch richtig groß sein. Ja, das Ninja-Haus ist noch größer. Weil der Turm, der ging doch so extrem hoch. Ich würde mal sagen, wir machen einfach einen Skip, bis ich die Fragen beantwortet habe, weil das kann ewig dauern. So, hoffentlich ist das richtig. Okay, Leute. 3. Frage. Die 1. Frage war tatsächlich diesmal eine Billo-Frage. Bei der Runde, wo ich gerade bin. Die 1. Frage war nämlich, hat Mario einen Schnurrbart? Oh nein! Jetzt kriege ich auch noch Antwortmöglichkeiten, 3. Aufgabe. Sprech mit allen 3 Figuren und wird dann diejenige, die lügt. Och nö! B und C lügen. A lügt. A lügt. Ja, da geht doch nur das hier. Wenn 2 sagen, einer lügt. Und ich soll bei denen rein, der lügt. Okay, das war easy. Geschafft. Prüfung der Weisheit bestanden. Eure Tat soll nun gehuldigt werden. Halleluja. Yeah, das nenne ich eine Feier. Huldigung abgeschlossen. Schreitet in die nächste Kammer und nehmt eure Kugel entgegen. Okay. Gib mir die Kugel. Und damit meine ich nicht die aus der Knarre.
So, ja damit. Die habe ich mir verdient. Die Weisheitskugel. Das ist der Preis der bestandenen Prüfung der Weisheit. Oha, du bist so weise, Mario. Ganz auf deine Weise. So, ich glaube, letzte Prüfung ist Prüfung des Mutes. Oder was war die dritte Prüfung? Erste war Kraft, danach war Weisheit. Mut müsste das nächste sein. Ich muss auch mal ein paar Schnipse sammeln, deswegen prügel ich mal ein bisschen den Baum. Ich habe kaum noch welche. Okay, jetzt habe ich auf grün. Jetzt kann ich wieder einigermaßen meiner Tätigkeit nachgehen. So, was bist du für ein Tempel? Die Prüfung des Mutes. Ja, drei Etappen lohnen. Ich bin bereit. Woraus besteht die Prüfung? Ich habe leider nicht gelernt dafür. So, du Tempel, wir haben keine Angst vor dir. Zeig uns, was du drauf hast. Wir. Ich dachte ja, wir müssten uns auf sonst was gefasst machen. Aber das ist ja nur ein lumpiges Seil. Wenn die Prüfung des Mutes beginnt, tretet näher. Dieses Seil ist an etwas festgebunden, das schon bald auf euch herabfallen wird. Drückt A, um das Seil zu greifen. Sobald ihr A loslässt, beginnt das Objekt zu fallen. Und zwar schnell. Okay. Wir müssen das Objekt mit erneutes Drücken von A aufhalten, doch erst, wenn es sich unter der Falllinie befindet. Okay. Ich muss meinen Mut beweisen und versuchen, es rechtzeitig zu stoppen. Ich bin fertig. Ja, komm. Ist es auf Falllinie? Es ist drunter. Abgeschafft. Jetzt die nächste Etappe. Okay, ich hoffe, die Prüfungen sind nicht alle so, weil das mit dem guten Timing, das hab ich nicht so. Wetten, die Linie wird einfach nur immer kürzer. Sag ich doch. Die nächste erinnert wahrscheinlich knapp immer meinen Kopf. Ja, greifen und direkt loslassen. Boah, war das knapp. Fast wäre ich erschlagen worden. Ja, das ist ja deutlich drunter, hallo? Also wenn ich hier keinen Mut bewiesen habe, dann weiß ich auch nicht weiter. Ach du Kacke. Greifen und direkt loslassen. Okay, das ist eine Linie, die schaffe ich noch. Wie langsam geht das denn? Das war viel zu früh. Ach, deswegen hat er so lange gebraucht. Wir skippen, bis wir nochmal bei der dritten sind. Ich habe jetzt, glaube ich, 4-5 Mal schon bisher verkackt. Gucken, ob es diesmal was wird. Das Spiel hat mir schon angeboten, gegen Geld die Prüfung leichter zu machen. Aber ich habe es abgelehnt. Ich will es schaffen. Ja, der ist ja wohl deutlich ganz knapp über mir. Ja, Prüfung des Mutes bestanden. Neue Daten geholt werden. Danke sehr. Danke, dass ich jetzt zum x-ten Mal nicht erschlagen wurde. Huldigung abgeschlossen. Ja, jetzt kann ich mir einfach meine Kugel nehmen. Aber ich brauche die Schniepse. So. Kugel der Weisheit.
Oder Kugel... Nee, Kugel des Mutes. Stimmt ja, wir sind ja bei der Mutprüfung, nicht bei der Weisheit. Oh, niemand ist so mutig wie du, Mario. Ich habe das Ding 5 Kilometer über mir angehalten, also ich bin mir da nicht so sicher. Ich will mal kurz gucken, ob ich auf der Karo-Insel jetzt wirklich alles habe, bevor ich hier abhaue. Okay. Ich könnte noch ein Fragezeichen-Block hier bei dem Eispergamentum noch holen. Das mache ich offscreen. Ausgezeichnet, ihr habt in 3 Prüfungen eure Stärke und eure Weisheit und euren Mut bewiesen. Alle 3 Prüfungen geschafft, sehr gut, Mario. Aber was machen wir denn jetzt genau mit diesen Kugeln? Ja, damit öffnen wir uns den Leuchtturm. Zumindest denke ich, dass es ein Leuchtturm ist. Und ich will auf jeden Fall einmal kurz abspeichern. Weil ich keinen Bock habe, die Prüfung nochmal zu machen. So, let's go! Wie Mario so schön immer sagt. Ja, wir wollen an die Oberfläche zurück. Rein da! So, jetzt müssen wir nur nach oben links zum Turm. Ui, 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 ui. Und ein paar Bloopers dabei umnieten. Ich konnte einfach nicht widerstehen. So, Leute. Ich denke mal, der letzte Teil von... Mehr Kapitel fängt jetzt so langsam an. Hier sind die Kugeln rein. Also hier müssen sie rein. Ja, einmal die Mutkugel. Die Weisheit. Und die Kraftkugel. Wofür genau die notwendig sind, weiß ich nicht. In welcher Reihenfolge die notwendig sind, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist egal. Und mit welche genau meinte ich jetzt die Muschel und den Sack? Könnte auch sein, dass auf dem Schiff welche sind, die danach suchen. Huch, das war ja ein Tor. Naja, im Nachhinein auch irgendwie ziemlich offensichtlich. Aber wieso hier die Kugeln hin? Es müsste auch da niemals irgendwer reinkommen können, wenn keiner weiß, wo die Kacho-Insel ist. Ich kann es kaum erwarten, die Torspitze zu erreichen, weil das Ding auch mal aufhört. Ja, jetzt dürfen wir den Turm hochklettern. Oh, ein Treffen der 4 Pergamenter. Erde, Wasser, Feuer und Eis. Hallo, schön euch alle zu sehen. Ach so, das sind ja nur Statuen. Das war mir auch gleich klar. Habe ich nicht so das Gefühl, Olivia. Okay. So weit kann ich nicht springen. Ja. Nein. Hier drauf gammeln. Ich muss nämlich dann darüber, wenn da 2 rauskommen statt 1. So, und jetzt brauche ich nur warten. Ajo! Hat geklappt. Oh nein, was ist denn mit dem Kopf des Erdpergamentum passiert? Es ist ja in 2 Hälften geteilt, ob ihnen sowas wohl wehtut. Ich denke mal eher weniger. Und ganz da oben blickt das Wasserpergamentum auf uns herab. Aber nur mit einem Auge. Ob es uns zuzwinkert? Ach, wie rätselhaft. Es ist weniger rätselhaft, als du denkst. So, die Münzen hätte ich gern. Ich habe mir schon gedacht, dass ich da rein muss. Aber erstmal mache ich das Loch hier zu. Spring auf den Cooper drauf. So, will hier auch noch einer? Nee.
Kann ich die Krabben eigentlich mittlerweile schon mit dem Hammer allein umbringen? Was ist die denn da gerade? Ob das wohl schmeckt? Bestimmt, oder? Ich muss mal niesen. Okay, bin wieder zurück. Ah, okay, ich kann die mit dem Hammer erschlagen. Komm her! Das wäre die Kugel zurück, die gerade eben geklaut wurde. Oh, ein Powerblock. Ich habe keinen Platz mehr für Powerblöcke. Wartet mal. Ich denke mal eher weniger. Ja, ich weiß, dass die blaue Krabbe was in den Scheren hatte. Hier gibt es keine Toads, die gerettet werden müssen. Deswegen tausche ich mal das Zubehör auf diese Blocklänge um. Weil ich brauche das andere Zubehör ja eh nicht. So, Loch stopfen. Und nichts dafür bekommen. Warum latsche ich da rein? Mach wahrscheinlich einfach nur wieder Shining Intelligenz. Die ist ja schon so bekannt. So, das Ding geht noch ein bisschen höher. Das Rätsel kennen wir schon. Das hatten wir schon in einem anderen Tempel. Ah, die Dinger kann ich rausholen. Moment, ich glaube, da vorne war auch noch so eins. Geht zurück. Okay. Hier war doch keins. Da oben ist kein versteckter Block, sonst hätte er sich aktiviert. Und den Kleber hier habe ich tatsächlich nicht gesehen. Von unten. So, und jetzt gilt es, die Krabbe zu erschlagen. Die schon wieder auf Flucht ist. Ja, komm raus. Ich kann leider den Powerblock von hier aus nicht aktivieren. Ah, ich kann die Löcher hier zustopfen. Dann kann die hier hinten nicht mehr hin. Beziehungsweise sie kann nicht mehr abhauen. So, jetzt aber. Meine Kugel. Und wieder zurück zum Anfang. Das dürfte ja schnell gehen. Find's gut, dass ich die mittlerweile erschlagen kann. Das macht die Sache wesentlich einfacher. So, jetzt kriegst du ein kleines Juwel zurück. Dann bist du auch glücklich. Das Ding leuchtet. Das wird durchflossen. Und das Erdpergamenton sieht glücklich aus. Hoch, der Kopf des Erdpergamentons hat sich wieder zusammengefügt. Schau nur, wie es lacht. Und alles ist tutti frutti. So, ich denke mal, wir machen hier für heute mal den Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis dann.